Das wäre die oben drauf, oder? Seltsam sowas. Gibara, eins von zwei Truhen, okay. Aber Animus-Fragmente gibt es hier offensichtlich viele. Da oben ist das zweite. Oh! Alter Schwede. Hat es ordentlich weggefetzt, die Explosion. So, und hier ist die nächste Truhe. Sehr schön. So, wie sieht es jetzt hier aus, wenn ich mal fragen darf? Übersicht können wir nicht aufrufen. Okay. Gehen wir in den Kriegsraum. Was? Ich habe den leider nicht verstanden. Tut mir echt leid. Boah, das war eine Exekution, Leute. Das war eine richtige Hinrichtung gerade. Oh yeah. Dejector macht auf jeden Fall jetzt ordentlich was Sinn. Zack. Sehr schön. Oha. Ist ja interessant. Seide auf dem Wasser. Glaube ich euch sogar. Aber nein, danke. Um das kümmern wir uns, wie gesagt, später. So, dann haben wir wieder so eine Banditenhöhle. Beziehungsweise eine Räuberhöhle. Wäre blödsinnig, sich die nicht anzuschauen. Wir nehmen ja auch noch die paar Proviantsachen mit, die wir hier noch haben. Wobei das ja mittlerweile auch schon kleine Fische sind, wenn wir mal überlegen. Beim Erbeuten finden wir mal eben 60 Stück ungefähr. Hier haben wir zwei. Also es lohnt sich nicht wirklich. Wie gesagt, Leute, ich hoffe wirklich, es stört euch nicht, dass ich mich hier ein wenig mit der Nebenaktivität beschäftige. Aber ich finde, das gehört einfach dazu. Und wie angekündigt, werden wir das Spiel nicht ruckartig durchspielen, sondern ich spiele es so, als würde ich es offscreen spielen. Und da würde ich das nun mal auch so spielen. Da müsst ihr jetzt klarkommen. Wir segeln genau aufs Land zu, Sir. Gar nicht wahr. So. Ein Animus-Datenfragment. Nehme ich doch gerne mit. Ja, ich meine, es hat doch schon was, oder? Erinnert euch mal an den Anfang. Es hat sich wirklich schon arg verändert. Es ist immer noch ein kleines Schiff, keine Frage. Nur ein Kanonendeck im Nachhinein, aber trotz alledem macht es ordentlich was her. Und das macht, wie ich finde, eigentlich das Tempo wieder weg. Wir haben wirklich ein extrem flinkes Schiff, das darf man nicht vergessen. Und wir werden uns mal eben den Mantel wieder ausziehen, da ich finde, ja, ein Assassine, das ist, passt ohne einfach besser. Ich kann es nicht beschreiben. Wir machen es einfach. Ist halt einfach die, womit das Spiel verkauft wird. Da gewöhnt man sich halt einfach dran. Kann ich anders gar nicht beschreiben, was ich da für ein komisches Verlangen habe. Warum stehe ich denn jetzt auf einmal so rum, wenn ich fragen darf? Okay, man kann hier wenden, Gott sei Dank. So. Ja, die Atmosphäre genießen, Leute. Wie ich finde, auch ein wahnsinnig wichtiger Aspekt in diesem Spiel. Alles bis auf Hauptsegel.
Verschwindet da. Steuern genau auf die Klippen zu. Top! Bram! Marssegel! Alle Segel klar zum Setzen! Leesegel einholen! Ah, ernsthaft? Wo bin ich jetzt gegengefahren? Ging das Schiffchen da? Holt sie nieder, raus aus dem Wind! Wiederholen und aufgreifen! Auf Segel rein! Okay. Ich will jetzt mal so eine Höhle haben, wo man reintauchen muss. Da habe ich mich eigentlich relativ drauf gefreut. Mann, ey, echt schade. Aber die scheinen mir momentan noch vergönnt zu sein. Oh, wir haben hier ein Geheimnis. Hier. Sehr schön. Da ist gar nichts drin. Ah doch, da ist wirklich was drin. Oh. Ja, Ubisoft, ey. So leicht kriegt man euch nicht dran, habt ihr gut gemacht. Wie gesagt, das gucken wir uns später an. Schnellreiseziel verfügbar, das ist schön. Ach du Schande, das sieht echt komplex hier aus. Ja, ja, komm mal gucken. Wir sind immer noch undercover, ja? Aua. Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht. Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht. Ich will dich plündern. Ich will euch plündern. Geht doch. Ein bisschen Munition wäre wirklich nicht schlecht. Naja. Haben sie aber nicht. Wäre es mal so einfach, ne? Auf Kisten schlagen und die öffnen sich. Zucker mal 30, okay. Really? War das die schlauste Entscheidung, Freundchen? Ich zweifle dran. So. Tut mir leid für die etwas gewaltsame Variante gerade. Aber er wollte es auch wirklich nicht anders akzeptieren, dass er einfach unterlegen ist. Wo ist denn hier bitte ein Animostatenfragment? Hier unten. Ach so. Ah ja. Ohne Worte. So, waren hier noch mehr Wachen? Ja, ja, noch ordentlich viele. Rum mal 30, können wir gut verkaufen. Ja,
Er wollte doch auch sterben, oder? Sonnenaufgang rein und greifen. Ah. Ah, diese hinterhältige Piratenart. Das haben die echt gut umgesetzt, muss man sagen. Ja, ich brauche echt Munition, Leute. Dankeschön, geht doch. Ein paar Kugeln hier. Wir finden gar nicht mehr so viele Kugeln wie in Assassin's Creed 3. Das verwundert mich wirklich. In Assassin's Creed 3 waren Kugeln ohne Ende da, wer sich erinnert. Und hier echt extrem wenige eigentlich. Komm, der hat welche dabei, oder? Nö. Heftig, heftig. Rum mal 35. Ja, Sachen im Sinne von Holz und sowas werden wir hier wahrscheinlich gar nicht finden. Relativ schade. Okay. Jigway abgeschlossen. Sehr schön. Warte, warte. Okay. 30 Gegner per Kopfschuss eliminieren. Ja, ja, das haben wir geschafft. So. Naja, okay, Leute, dann haben wir den Ort komplett abgeschlossen. Guck mal kurz, wie sieht es denn jetzt eigentlich hier so aus, wenn ich mir das hier mal so angucke? Oh Mann. Ja, ist gerade ein bisschen verbuggt, die Karte, weil die gerade auf unterirdisch eingestellt ist, glaube ich. Ja, jetzt ist sie richtig, geht doch. Ne, hier fehlt immer noch die Landebenen. Da war auf jeden Fall die nächste Hauptmission. Dann werden wir da mal hingehen, in Kingston. Mittel. Mittel, Mittel. Ja, einfach, das haben wir jetzt geschafft. Was können wir uns hier denn noch angucken? Was haben wir denn hier noch zum Beispiel? Crooked Island, okay. Sogar eine Taverne gibt's hier. Und Marihuana Island. Okay. Was ist das hier? Nassau. Das ist auch einfach. Dann könnten wir uns das eigentlich im nächsten Video vornehmen. Sollen wir im nächsten Video mal hier nach Crooked Island und dann nach Eleuthera segeln? Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht gut wäre, hier mal auch die Karte ein bisschen freizuschalten. Vor allen Dingen hier halt in diesen einfachen Gebieten. Ich meine, Dry Tortuga zum Beispiel, das einfach einzunehmen, das ist ja im Nachhinein keine große Sache. Hier unten wird es natürlich erheblich schwieriger. Mit den drei Sternchen. Hier haben wir zwei, das ist Mittel. Ja, ich würde mal sagen, wir werden auf jeden Fall, ich weiß, ich breche mein Wort, aber wir werden auf jeden Fall das fort und das fort noch machen, bevor wir uns mit der Hauptstory weiter vorwärts begeben, denn ich meine, es bietet sich einfach an. Was ist das denn hier? Cape Buena Vista. Ah ja, stimmt. Es bietet sich halt einfach an, weil es einfach ist. Ich meine, dann haben wir oben die Kartenteile schon mal komplett aufgedeckt. Es ist ja wirklich, wir merken, dass ja das Fort einzunehmen war jetzt wirklich verdammt einfach im Nachhinein. Und ja, haben den Ort auch direkt komplett abgeschlossen, genau wie die anderen Sachen hier, hoffe ich. Ja, abgeschlossen. Abgeschlossen. So muss das sein. Was ist das denn hier? Andreas Island. Ah, okay, da fehlt noch ein Fragment, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist auch. Ja, okay, Leute, was machen wir jetzt beim nächsten Mal? Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf dem Board der guten Jackdaw wieder. Mit unserem schönen, ja, mit unserem schönen, genau. Mit unserem Edward ohne Kapuze verabschiede ich mich von euch. Gucken wir uns noch einmal an, wie er die Kapuze aufzieht. Und wieder abzieht. Ja, ich find's cool. Bis zum nächsten Mal, Leute.